Willkommen zurück hier bei Crusader Kings 3. Wir sind Krak der Zweite und sind momentan im dritten Krieg in Folge. Nur einen davon haben wir selbst erklärt. Hier ist es ein Bündnisfall, aber mittendrin gibt es auch eine unbeliebte Bevorzugung. Ich schmunzle noch immer über einen Witz. Meine Verdunja-Kenner hat ihn bei der heutigen Ratssitzung gemacht und er war richtig gut. Da packt mich Oberhäuptling Chibor am Arm. Lehnsherr, ich wollte schon länger mit euch reden. Ich weiß, dass ihr sehr zugeneigt seid, doch im Ernst jetzt. Ein Platz im Rat? Nehmt mich nur als Beispiel, einen loyalen Oberhäuptling von Westslawien. Der mag uns überhaupt nicht und... Oh! Sie ist meine Verdunja. Ja, ich meine, vielleicht soll ich sie dann doch mal rausschmeißen. Ich werde sie rausschmeißen. Das beschwichtigt die Vasallen. Ach, verdammt. Jetzt ist eine andere drin, aber kann ich nicht irgendeine viel bessere nehmen? Hier genau zum Beispiel mein Erzeugwart. Ganz im Ernst, ich nehme meinen Erzeugwart da rein. Jetzt werde ich halt dummerweise von Anspannung überwältigt. Aber ich kann das Problem lösen, indem ich einfach es abtrainiere. Muss auch seine Vorteile haben. So, meine lieben Männer, marschiert da jetzt nach... Oh Gott, ich habe einige gefangen genommen. Oh mein Gott, wie viel ich gefangen genommen habe. Also erstmal verlange ich jetzt hier mal von dir hier Lösegeld. Dann von dem da hier Lösegeld. Und beim Rest werden wir mal nochmal ein bisschen warten. Ich kann einige übrigens begnadigen. Ne, den Graf Welf, ey, ganz im Ernst, das wird sich nie mit dem hier regeln lassen, weil der ein bayerischer Katholik ist. Oder Häuptling Oleg, was ist da das Hauptproblem? Der mag uns. Der mag uns, deswegen wird der jetzt hier begnadigt. So, dann haben wir noch den Piotr. Da bin ich mir noch nicht so ganz sicher. Häuptling Jefimia, die wird auch begnadigt. Oh, dann haben wir noch Magdalena. Das ist meine Nichte, ja, die wird auf jeden Fall auch begnadigt. Wie gesagt, wir sind treuherzig und wir belohnen Treue. Ich betrachte jetzt hier diese Werte, die ich sehe, als das, was mir mein Ratspitzel zugeflüstert hat. Wie die Leute hintenrum über mich reden. Ich glaube, das ist sogar eine ganz, ganz interessante Art und Weise, davon auszugehen. So, warum weiß ich das, ne? Was der Ratspitzel uns halt so im Hörensagen sagt. Gut, ich kann dann noch nicht so hundertprozentig erklären, warum der Ratspitzel, aber gut. Es gibt, die tuscheln ja alle, ne? Die tuscheln ja alle. So, und das kommt dann auch irgendwann zu mir. Mein Vasall Graf Hans hat mich mit einem Besuch beehrt und mit einer seiner Höflinge mitgebracht. Hans tritt aufgeregt an mich heran. Wohlan, Hochkönig Krak. Es freut mich zu sehen, dass es euch hier in Krakau gut geht. Mir ist aufgefallen, dass Barthelemy an eurem Hofe nützlich sein könnte. Er ist ein ungeheuer talentierter Stratege. Sein Verstand spuckt immer alle möglichen Taktiken aus. Ich würde ihn ja gerne selbst beschäftigen, doch leider scheint dies mir unmöglich. Es wäre mir sehr unrecht, wenn sein Talent verschwendet werden würde. Warum nehmt ihr nicht unter eure Fittiche und entfesselt sein Potenzial? Das Dumme ist bloß, dass der Typ einfach völlig uninteressant ist. Nee, ich werde höflich ablehnen. Und er ist halt deswegen hauptsächlich uninteressant, weil er mich hasst. Ach, come on, ich habe dasselbe Problem schon wieder. Also, wir müssen die Armee wieder halbieren und halbieren. Du kannst schon mal hier hingehen. Dann halt, verdammt, das war jetzt hier gerade nicht so gut. Hallo? Okay, ich krieg das hier gerade eben irgendwie nicht hin. Jetzt endlich. Diese Armee soll dann mal hier hingehen. Dann geht ihr schon mal hier rüber weiter.
Na, ich muss jetzt verhindern, dass meine gesamte Armee jetzt hier wegverhungert. Ich meine, das passiert ja schon. Und der Reiz von Kenna. Was will diese Kenna hier die ganze Zeit? Okay, die ist immerhin sogar recht intelligent. Kenna und ich schlendern durch den Garten und lachen lautstark über einen Reim, den sie von meinem Diener gehört hat, als Oberhäuptling Chibor unseren Weg kreuzt. Er sieht uns mit ernstem Blick an. Herr, ich möchte etwas mit euch besprechen. Hättet ihr einen Augenblick Zeit? Ja, gesellt euch zu uns, das müsst ihr hören. 53% Chance, dass er bekommt Geschichtenerzähler. Kenner bekommt Geschichtenerzähler, erhöht die allgemeine Meinung. 20% die Meinung, seine Meinung geht nach oben. Ja, komm, das machen wir. Ich weiß nur nicht, ob das jetzt geklappt hat. Das ist eher so wiederum das nächste Problem. So, du marschierst dahin und du marschierst dahin. Kenna tritt in ein Fettnäpfchen. Was ist mit dieser Kenna? Sag mal, bin ich irgendwie gerade eben dabei, mit der eine Beziehung aufzubauen? Nein. Was will das Spiel? Ich habe das ungute Gefühl, dass der Witz nicht gut ankommt und meine Befürchtungen werden kurz darauf besänftigt, als Chibor einen unterdrückten Seufzer ausstößt. Oder einen erdrückenden Seufzer. Die Augen vertreten davon geht. Kenna zuckt mit den Schultern. Kommt schon, seid nicht so prüde. Tja, und schon da habe ich wieder Stress. Großartig, schon da habe ich wieder Stress. Muss wieder joggen gehen. Onkel auf immer und ewig. Es ist schon ein lange her, dass Wolfram zum ersten Mal an den Hof kam und endlich ich zu einem Onkel wurde. Da er nun erwachsen ist, fühle ich mich mit ihm familiär verbunden. Ganz so, als wären wir Blutsverwandte. Wolfram kniet vor mir am Hofe und verspricht mir seinen Liebling die ewige Treue, also seinen Lieblingsonkel. Oh, ich habe ein Dauerdruckmittel. Das ist was Neues. Es ist ein Druckmittel, das man zum Beispiel bekommt, wenn man jemanden einen Gefallen schuldet oder jemanden gegen seinen Willen manipuliert hat. Man kann mit ihm niemanden zwingen, als Agent bei einem Mord zu fungieren und es hat auch keinen passiven Vorteil. Dauerdruckmittel werden durch die Verwendung nicht aufgebraucht, sondern haben stattdessen eine Abklingzeit, also ähnlich wie die großen. Wunderbar, wunderbar. Ich habe ein Dauerdruckmittel gegen den... Es ist nicht der Erbe, aber ich... Oh. Ich könnte versuchen, den jetzt hier zu ermorden. Aber das machen wir erst, nachdem wir nochmal einen Teil des Reiches erobert haben. Ja, meine Geisel Wolfram ist nun ein erwachsener Mann und freut sich darauf, gemäß der guter Sitte bald nach Hause geschickt zu werden. Kaiser Eberhard wird gewiss darauf hoffen, dass ich dem nachkomme. Ich muss mich jedoch um die Interessen meines eigenen Hauses kümmern. Ja. Ach, dann bekomme ich kein Dauerdruckmittel von ihm. Das ist ja doof. Herr, ist geschehen, ihr habt keinen Dauerdruck mehr, aber ich habe doch eins erhalten. Nee, ich schicke ihn jetzt nach Hause. Jetzt möchte ich mal gucken, was dann passiert. Okay, doch, das Dauerdruckmittel bleibt. Das ist nur falsch vom Spiel hier gezeigt. Es ist einfach nur vom Spiel falsch gezeigt. Sag mal, die verhungern hier ja immer noch. Heiligs Blechle. Erst wird mir angezeigt, dass hier alles cool ist und dann ist hier absolut gar nichts cool. So, dann macht euch jetzt hier mal schön dahin, Freunde. Ey, ganz im Ernst, das rechnet sich einfach kein Stück mehr. Ich löse die Truppen auf. Ich sehe gerade eben, dass dieser Krieg eigentlich schon so gut wie verloren ist. Und bis ich jetzt hier meine Truppen aufgebaut habe, haben die das jetzt hier erobert. Naja, da werde ich jetzt hier lieber wieder gucken, dass ich das jetzt hier wieder alles einsacke. So, die Gräfin Helene wird freigelassen. Und es gibt diverseste Sachen. Wandteppich mit Schafen. Benutze ich den überhaupt? Ich muss mal gerade eben mal gucken, was ich überhaupt benutze. Nee, den benutze ich gar nicht. Aber ich kann das Zeug ja auch verkaufen. Dann bekomme ich 80 Gold. Genau, hier diese sächsische Glücksmünze. 2% mehr Domänensteuer.
Verwaltungslebenswandelerfahrung. Auch das wird zerstört. Also in diesem Falle heißt es verkauft. Zerstört heißt verkauft. Jetzt verbessere ich hier noch die Stammesfeste. Und eine mächtige Feder. Als ich die gepolsterten Schwerter für einen Übungskampf hole, den Konstanzia, meine Tochter und ich austragen wollen, bemerke ich ein zerfleddertes Tagebuch auf der Anrichte. Dem Einband nachzuurteilen, scheint es Übungen und bewährte Praktiken der Kampfkünste zu erhalten. Konstanzia blickt in meine Richtung. Oh, das alte Ding? Ich lese es hauptsächlich wegen der Bilder. Ihr könnt es euch ausleihen. Oh, ich bekomme dadurch ja einen Kriegsführungsbonus. Cool. Das hat mir auch sehr gut gefallen. Also gut, jetzt, wie gesagt, jetzt... Ach, jetzt sind wir hier wieder bei 32%. Warte mal. Unter diesen Umständen könnte ich vielleicht sogar mit dem Kriegsvolk hier tätig werden. Es dauert bloß ewig. Mit dem Kriegsvolk kann ich hier eingreifen. Es darf nur nichts mit dem Geld zu tun haben. Oh, hier kann ich nochmal die Festung verbessern. Why not? So, und der kleine Enrico, der kann zum ersten Mal ein paar Schritte gehen. Ein großer Schritt für ein Kind, ein kleiner Schritt für einen Herrscher. Was für ein... Okay, der Spruch ist schon ein bisschen blöd. Oder ich kann sein Kampfgeschick erhöhen. Aber dann bekommt er Stress. Nein, das tun wir ihm nicht an. Das tun wir dem Enrico doch nicht an. Und eine weitere Tochter wird ein Verhandlungsführer. Bei meinem Nachmittagsspaziergang durch die Straßen von Krakau kommt mir meine Tochter Konstanzia entgegen. Vater, sie fingen gerade an, aufeinander einzuschlagen, als sie wurde von einem schrillen Geschrei unterbrochen, der unsere Aufmerksamkeit auf den Kampf auf die Straße hinunterlenkt. Die Kämpfer scheinen ein paar Pagen meines Hofes zu sein und sie umkreisen einander, um sich auf weitere Schläge vorzubereiten. Hört auf, alle beide! Oh, ich würde so gerne eine feste Hand bekommen. Aber ich glaube, 5% ist halt echt nicht viel. Ich habe feste Hand bekommen. Oh, geil. Pro Schrecken noch mehr Prestige. Das Blöde ist bloß, dieser Charakter wird tendenziell nicht so viel Schrecken produzieren. Geier ist nicht mehr mein Erzjägermeister. Und unsere Frau möchte etwas investieren in Sandomirs. Herr, mir ist zu Ohren gekommen, dass es eine einmalige Gelegenheit gibt, im Häuptlingstum von Sandomirs zu investieren. Das ist ja sogar unser Hauptgebiet hier. Meine Ehepartnerin Gurandud beschreibt mir die Einzelheiten dieses Geschäfts. Und es sieht fürwahr so aus, als ob Sandomirs es enorm helfen könnte, so sei es denn erfolgreich ist. Tja, ist es das Risiko wert? Mehr Besitztumssteuern, mehr Entwicklungszuwachs, oder? Nee, wir werden das versuchen. Wow, es hat funktioniert. Geil. Also, das hat reingehauen. Ich weiß immer noch nicht, warum das jetzt hier gerade eben so lange dauert. Ganz im Ernst, ich weiß es nicht. Jetzt füge ich sie hier kurz mal zusammen. Da fehlen wahrscheinlich wieder einfach ein, zwei Ritter gerade eben. Okay, die sind dumm genug. Ich lege die jetzt hier kurz zusammen. Und er macht jetzt hier die Verteidigung. Tja, kommt und löscht euch. Habe ich kein Problem mit. Irrelevant, wie viele Champions ihr habt. Noch eine Hingabestufe gerade eben bekommen. Sehr, sehr schön. Dann fangen wir doch mal an, jetzt hier das Land zu befreien, wenn ihr mich fragt. Sehr schön. Demnächst kann ich ja auch noch mal ein bisschen mehr Geld verlangen, was auch sehr schön ist. Boah, 7 Monate. Ja gut, wir haben halt kein Kriegsvolk, das irgendwie mit Artillerie umgehen kann. Und wir haben sogar noch einen Malus darauf. Das dürfen wir auch nicht vergessen. Der Malus ist real, den wir haben. Also gut, wie gesagt, wir belagern jetzt hier den ganzen Klabberadatsch. Das wird eine Weile dauern. Um was kämpfen wir hier eigentlich?
Krieg um den Anspruch von Prinz Tarkatsus auf das Großfürstentum Ungarn. Ja, also da sollte ich schon was dagegen machen. Sollte ich. Was ist das? Ah, jetzt möchte der Kleine doch ein Bündnis aushandeln. Der ist bucklig, um Gottes Willen. Ja, aber ich sage ja, damit er mich nicht in den Rücken fallen kann. Aber das, es ist immer noch kurios, dass unser Bruder einfach verstorben ist. Mit dem wollte ich doch die Beziehungen verbessern. Und mit ihm darüber reden, wie es ihm unter Vater ergangen ist. Tja, ich hole mir jetzt erstmal einen gewaltigen Krankheitswiderstand, weil ich glaube, das ist etwas, was wir dringend gebrauchen können. Und als nächstes werde ich die Stressschiene machen. Wenn ihr mich fragt. Ich höre mal gerade eben die Geschwindigkeit auf 4, weil die Belagerungen hier einfach gerade eben sehr, sehr langwierig sind, ne? Und nicht wirklich viel beitragen zu unserem Erlebnis hier. So, dann holen wir jetzt hier noch die Stadt. Das dauert jetzt zum Glück nur noch 4 Monate. Wer ist denn jetzt schon wieder? Lol. Mein Ratsmitglied ist verstorben. Aber jetzt kann ich den hier, diesen mächtigen Vasallen, der sogar einigermaßen was drauf hat. Wer ist denn das hier? Ach, den kennen wir doch hier. Das ist der Chibor. Ja, Chibor ist jetzt auf jeden Fall ein sehr, sehr glücklicher welcher. Und ich mache gerade eben gar keine solchen Spirenzchen. Ich versuche auf jeden Fall jetzt hier nochmal Beeinflussungen durchzuführen, ne, um dafür zu sorgen, dass... Alter Falter, wie viele Kriege denn noch? Ach, das ist der da. Ja, kümmere ich mich jetzt auch noch drum. Wie viele von diesen Kriegen finden denn hier gerade eben parallel statt um Ungarn? Das ist ja irgendwann nur noch Banane. Ja, nee, ist klar. Der Volksaufstand findet jetzt... Ich habe das Gefühl, dass ich mit Ungarn auf das falsche Pferd gesetzt habe. Was im Zusammenhang mit Ungarn und den Reiterhorden definitiv eine gewisse Ironie ist. Und jetzt versuchen sie gerade eben wieder hier ihr Sinnlosestes. Oh, nice. Einen Krieg habe ich schon gewonnen. Das ist doch auch schon mal was wert. Jetzt belagern wir das Ding mal nebenan. Wie lange wird das dauern? 10 Monate wieder. Okay, ich habe eine Prachtstufe erhöht bekommen. Das ist gut. Ich könnte Hof halten, möchte aber nicht. So, warte mal. Welcher Herzog ist das? Das ist... Ah, einer aus dem Holy Roman Empire. Dann lasse ich den jetzt hier mal für Geld raus. Oh, und ich könnte jetzt theoretisch eine Legende beginnen. Wollen wir eine Legende beginnen über uns? Legendenbibliothek. Ferne Legenden. Wächter der slowiakanischen heiligen Stätten. Aber irgendwie passt das nicht so richtig zu uns, würde ich mal sagen. Ich bin mir nicht so sicher, ob das zu uns passt. Auf der anderen Seite... Warum nicht? Komm, wir machen das. Wir wollen ja schließlich auch ein mächtiger Kaiser werden. Wächter der slowiakanischen heiligen Städte. Die Lande von Kiew sind in Sachen Frömmigkeit von höchster Bedeutung und aus ihrem Boden entspringt angeblich wundertätiges Wasser, das sämtliche Krankheiten heilt. Als Hochkönig Krak davon erhörte, spürte er eine große Wärme in seinem Herzen, denn seine Hingabe war derart groß, dass der bloße Gedanke an einen heiligen Ort ihn zu Tränen rührte. Krak widmete sein Leben der höchsten Mächte von Rott und handelte ganz nach dessen Willen. Jeder Slave zog mit dem Namen Krak auf den Lippen durch dieses Land und erzählte in seinem Namen Geschichten von unzähligen Heiligen und Geschehnissen. Die Straßen der Gläubigen wurden von den Gottlosen heimgesucht und mit einem von Allmächtigen gesegneten Klinge jagte Krak sie alle fort. Doch es traten noch immer wilde Tiere und Schlangen den Gläubigen in den Weg, um ihnen zu schaden. Also nahm Krak sein Instrument, eine Posaune, zur Hand und führte die fraglichen Geschöpfe der höchsten Macht Davos aus dem Land. Krak hatte sich unermüdlich für den Glauben des slawischen Glauben und seiner Gänze eingesetzt und gegen die Schergen
des bösen Tschernobor auf Erden gestritten. Doch nun endlich waren seine Kämpfe vorüber. Der göttliche Plan war erfüllt und er lebte ein Leben in der großen Ehre und Frömmigkeit. Das klingt auf jeden Fall schon mal spannend. Ich bin auf jeden Fall der Meinung, dass jetzt hier mal erstmal die heimische Legende gepriesen werden muss. Man sieht, es ist auch gerade eben keine Legende mehr am Start. Also auch die Legende von meinem Vater ist komplett verschwunden. Dann bin ich jetzt der Meinung, wir brauchen auf jeden Fall einen Hofmusikanten. Da haben wir sogar einen guten. Dieser Hofmusikant soll auf jeden Fall auch jetzt hier die Legende preisen. Jetzt brauche ich noch einen Dichter. Bist du doch irgendwo ein... Ich habe keinen Dichter hier. Die Kenner ist ein hervorragend... Ich frag gar nicht erst. Die tötet die Leute mit ihren schlechten Witzen. Das muss es echt sein, ey. Ein Hofnarr. Ja, ein durchschnittlicher Hofnarr würde uns auch nicht schaden. Okay, da ich gerade eben keinen Dichter habe, müssen wir einfach jetzt mit der Situation leben, dass es halt einfach ist, wie es ist, ne? So, wir belagern jetzt hier erstmal weiter und im Dienste einer Fürstin. Da ist schon unsere Hofnärrin hier, die Vera. Und war sehr galant und sie war wunderschön und war ein Held und sie war wunderschön. Also irgendwie, dieser Text, ich weiß nicht mal, wie ich den singen soll, ich sag's euch. Es sieht überhaupt nicht aus, als ob etwas, was sich reimt. Es dauert nicht lange, um herauszufinden, woher die Musik kommt. Schon bald erblickte Vera an einer Steinbank gelehnt ihre lauten Stimmen. Ah, Herr, sagt sie mit leuchtenden Augen. Ist es wahr, dass der Grund für eure Legende darin lag, Euphemia zu beeindrucken? Was ist eine Euphemia? Nein? Ich habe es für mich selbst getan. Aber sowas von. Ey, warum kann man es nicht machen, dass man seine eigene Frau... Wisst ihr, das würde doch so viel mehr Sinn ergeben. Diese Euphemia, von der wir noch nie irgendwas gehört, bis zu diesem Moment. So, unser Sohn wird erwachsen und er wird ein... Oh! Ein flüchtiger Schatten. Oh, und der Krieg wurde annulliert. Na dann. Aber irgendein anderer Krieg brennt ja noch gerade eben ordentlich. Jetzt muss ich da auch nochmal runtermarschieren. Es hört einfach nicht auf. Also, unser Sohnemann ist ein sehr, sehr nutzloser Welcher. Leider. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Bei dem ist in der Ausbildung echt was schiefgelaufen. Haben wir noch, ich guck mal, wer bildet denn den Bub aus? Hä? Okay, das ist total schräg. Wer bildet denn dich aus? Ach, der ist gerade auf einer Reise, deswegen geht es nicht. Und Enrico? Enrico... Ja, der wird es auf jeden Fall von uns ausgebildet, weil, wie gesagt, im Punkto Diplomatie können wir ihm auf jeden Fall was beibringen. So, Enrico interessiert sich also für Diplomatie und Bildung. Also wird der Bub... Der wird, Diplomatie lernen. Vielleicht muss ich tatsächlich unseren anderen Sohnemann ein bisschen enterben. Erbe ist nicht vermählt. Alanien. Ja, komm, der bekommt diese Ehefrau hier. Dann habe ich noch mal ein weiteres Bündnis am Start. Und jetzt gehen wir mal dahin und, ja, ich glaube, die kriegen wir sogar noch. Das ist schön. Okay, wir haben es beendet. Ich löse meine Truppen auf. Wir haben gewonnen. Boah, jetzt kann es aber auch mal kurz mal wieder ein bisschen Frieden sein, ne? Zu viele Kriege hintereinander.
sind irgendwann mal echt stressig. So ein bemerkenswerter Gast ist eingetroffen, das ist mir aber egal. Wie lange habe ich eigentlich jetzt hier noch... Oh. Das darf nicht wahr sein. Natürlich ist es passiert. Wie lange dauert das noch? Noch 8 Monate. Also wir machen uns wieder drauf und dran, hier einen Krieg gegen das Holy Roman zu erklären. Lösegeld bezahlen. Ist das der eine da? Für 100? Der zahlt die 100? Okay, alles gut. Mir egal, wer die 100 zahlt. Hauptsache, ich bekomme die 100. Manchmal muss man auch einfach sagen, mir egal, wer bezahlt. Hauptsache, jemand tut es. So, ich kann noch mehr Festungen übrigens aufbauen. Ah, hier fehlen mir jetzt dann doch ein bisschen die Münzen. Erinnert ihr euch? So erzählt mir doch, Herr, sagt mein Hoftutor Weikart. Seine Stimme reißt mich aus meinen Gedanken und ich sehe, wie er mit der Hand winkt und dabei mit der Feder Tinte über dem ganzen Boden verteilt. Erinnert ihr euch noch? Eure Annektierung gegen Kaiser Eberhard endet in einem Sieg. Das ist es sicher wert, der Legende hinzugefügt zu werden. Natürlich, noch in Erinnerung. Ja, das wäre eine Idee. Wir versuchen es. Nee, wir haben uns leider nicht erinnert. Für wen die Stunde schlägt. Eines Abends ziehe ich mich in meine Gemächer zurück, erschöpft und müde von einem weiteren Tag voller Langeweile und Eintönigkeit. Als ich kurz vor dem Einschlafen bin, weckt mich plötzlich das schrille Geräusch von Metall, das über Stein schabt. Ich schrecke hoch und sehe eine schattenhafte Gestalt am Rand meiner Bettstatt stehen. Und ihr zahniges Grinsen ist der einzige Teil, den ich deutlich erkennen kann. Ich kann mich nicht bewegen, sondern nur starren, als die Entscheidung mit einem Dolch in der Hand auf mich, die Erscheinung mit einem Dolch in der Hand auf mich zukommt. Dann erwache ich jäh ein weiteres Mal. Die Mächte des Todes von Tschernobyl haben mich mit einem Besuch mit ihrem Mahl versehen. Ich fürchte, die Mächte des Todes werden mich schon bald holen. Ein Schicksal, das ich ändern muss. Ja, eigentlich geht es uns noch in Ordnung. Kühler Kopf. Oh, 20% mehr Bildungslebenswandelerfahrung. Das nehme ich eigentlich bei. Das nehme ich sogar noch mit. Ganz im Ernst. Dann nehme ich lieber die 20% mehr Bildungslebenswandel. Nein, du zahlst hier den vollen Preis. Hier gibt es keine Rabatte. So, wie gesagt, wir werden dann als nächstes jetzt hier einfallen. Bloß dieses Mal warte ich darauf, dass es hier. Dass die Armee, die ich habe. Oh. Jetzt kann ich endlich Brother Ronan hier ausbilden. Sehr gut. Und der interessiert sich auch für dasselbe. Also, wupp. Auch du wirst jetzt hier von deinem Vater hier ausgebildet. Hoffentlich gut. Denn so wie es aussieht, wird Brother Ronan hier tendenziell das Ganze hier wohl wuppen müssen. Weil der Haupterbe hier, der Graf Mackay, der ist... Ja, der ist nicht kacke, der ist aber auch nicht toll. Sagen wir, wie es ist. Ich bin weder Fan von ihm, noch finde ich ihn doof. Okay. Wie lange dauert es hier noch? Immer noch 3 Monate. Also das heißt, dass es wohl im April weitgehend... Ne, 29. März. Ja, im April ist es durch. Also sobald wir April haben, können wir sagen, dass das alles hier ein Ende hat. Hier kann ich jetzt auch nochmal die Feste verbessern. Natürlich verbessere ich die Feste. So gut ich es kann. Und ich muss irgendwie das hier zurückholen. Wer herrscht denn hier eigentlich? Das ist alles ihr Zeug. Boah, die Herzogin Theodelinda von Augsburg. Verdammte Heiratspraktiken. Kann ja wohl nicht wahr sein.
Sag mal, wie lange dauert es eigentlich noch, bis du das... es dauert noch echt lange. Ganz im Ernst, ich nehme das Geld jetzt. Bevor der noch stirbt oder so. Das muss ja nicht sein. So, wir haben auf jeden Fall wieder einen Haufen Geld jetzt hier am Start. Es gibt wieder eine Krankheit. Oh nein, bitte, wo? Oh, dieses Mal ist sie sogar gefährlich nah. Die westslawischen Pocken. Okay, die sind aber dieses Mal nicht so schlimm. Wobei, es sind die Blattern. Ja, also... Abkriegen will man die nicht. Sagen wir, wie es ist. Abkriegen will man die nicht. Ich guck mal gerade eben. Ist mein Arzt... Ist immer noch, genau, immer noch auf solche Bändigen. Soll mir recht sein. Was ist hier los? Unsere Hofhenkerin Ken hat anscheinend wieder einen tödlichen Witz auf Lager. Die feinsten Kleider im ganzen Land. Simovit. Von allem deshalb, weil sie nicht aus diesem Land stammen, glucks Kenner, als ich in ihrem offenen Gemach vorbeigehe. Ihre Stimme versprüht Liebreiz, doch trotzdem wirkt mein anderer Höfling unsicher. Kein Wunder, sie ist auch die Hofhenkerin. Fast neu, so gut wie neu und von den feinsten Herren und Damen am Hofe getragen. Das sind die Kleider, die jeder, der etwas von sich hält, nächste Saison in dem Byzantinischen Reich tragen wird. Egal, was ich mache, es wird mich hart stressen. Ach du meine Güte. An meinem Hof ist kein Platz für so einen Unsinn. Jetzt werde ich hier wieder von Anspannung überwältigt. Oh mein Gott. Ich kann es leider nicht abtrainieren gerade eben. Muss also damit leben. Ich hasse es, wenn ich damit leben muss. Okay, wir haben jetzt hier schon den Mai. Beim nächsten Mal holen wir uns diesen Teil. Und dann müssen wir uns irgendwann mal das hier noch wieder zurückholen. Verflixt noch eins. Danke für eure Aufmerksamkeit. Macht's gut, schöne Zeit. Tschüss und Ade.